So, hier haben wir noch einen weiteren Beutel. Wenn ich wüsste, wo die, wo dieser ist, dann... Ah, hier, okay. Ziegenfell, yeah! Hartholz kriegen wir hier, Rotblatt und noch irgendwas mit Nord. Das braucht man, glaube ich, für unser Dorf dann. Also die Beute sind doch echt praktisch. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen, oh, okay. Diese angezweifelt, weil wir dann echt einige Rohstoffe bekommen haben, die wir schon ganz oft hatten. Oh, die sind gerade vom Jagen gekommen, ne? Seht ihr das? Die Keule da auf seiner Schulter. Da geht auch einer vor. Ich schleiche mich jetzt einfach von hinten an und werde mich einfach kontinuierlich nach vorne durcharbeiten per Takedown. Ich glaube, das ist die günstigste Variante. Nee, aber ich habe diese Beute so ein bisschen angezweifelt, weil, wie gesagt, wir immer die gleichen Rohstoffe bekommen haben. Aber dadurch, dass wir jetzt da neue Hütten gebaut haben und wir wieder neue Rohstoffe zur Verfügung haben, kriegen wir auch andere Rohstoffe in den Beuteln. Was mir gerade aufgefallen ist, während ich den Takedown gemacht habe, dass er jetzt auch mal den Takedown macht mit der Waffe, die er ausgerüstet hat. Das ist ganz cool. Also ich zeige euch das mal. Jetzt habe ich die Keule hier. Und wenn ich den Gegner jetzt gleich finde, ich weiß gerade nicht mal, wo er ist. Er ist jetzt leider vorausgegangen. Dann habt ihr bestimmt auch schon gesehen, da ist er. Da, Entschuldigung, muss kurz husten. Musste kurz husten. Meine Güte, mein Dolch ist hier wieder. Dann werdet ihr sehen, dass ich ihm die Keule einfach nur auf den Kopf haue. So, sind wir schneller am Kriechen als er. What? Was dreht er um? Zack. So. Habt ihr gesehen? Also eigentlich total cool gemacht. Boah, da haben wir ihm schön die Nase blutig geschlagen. Hund! Entschuldigung, musst du nochmal kurz husten. Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer, um es zu erobern. Okay. Oh, Musik setzt ein. Oh, wir werden schon so halb gesehen. Versteck mich mal kurz. Und rufe meine Eule. So. Hier sind zwei, da ist einer. Das sind auch nochmal zwei. Das sind auch nochmal... Leute! Okay. Ist da hinten noch einer? Ist ja ein richtiges Dorf. Nee. Okay, dann versuchen wir das mal alleine. Und dann machen wir das nächste Leuchtfeuer mal mit unserem Wolfi. So, lasse ich die Keule ausgerüstet, ist hier die Frage. Ich könnte versuchen, den Bienenschwarm zu schmeißen. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wie ich das mache. Ich glaube, mit mittlerer Maustaste, ne? Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Variante. So, da stehen sie nämlich gerade alle. Ich schmeiße das Ding einfach mal rein. So. Und man soll dann weglaufen. Die kommen jetzt gerade alle in meiner Richtung gerannt. Versteck mich mal jetzt hier eben. So, die werden ziemlich schön von den Bienen attackiert. Nehmen wir mal den Bogen und greife aus der Entfernung an. Okay, scheint jetzt ja nicht so viel gemacht zu haben. So, den einen habe ich getroffen. Zack. Oh oh. Alter. Alter, wie viel sind das? Okay, ich muss laufen. Scheiße! Ich habe auch nur noch drei Pfeile. Oh, Alter, habt ihr gesehen, wie der Speer geflogen kam? Krass. Zack, erledigt. Ein Pfeil haben wir noch. Headshot. Was? Kein Headshot? Die stehen auch alle da wie dumm Brot, ne? Das ist vielleicht ein bisschen schlecht gemacht von der KI. Ah, nicht runterfallen. Ich bin runtergefallen. Na klar. Oh Gott.
So, den Speer hat er verworfen. Oh! Wow, was war... Entzündet das Leuchtfeuer. Ah, okay, deswegen war es jetzt... Ich dachte, war es jetzt ein Special Kill. Boah, voll ins Gesicht. Also ich habe mich gerade gewundert, warum es so auf einmal so langsam wurde. Sprich, zeitmäßig. Aber es war dann doch nur das Leuchtfeuer, was wir dadurch gleichzeitig freigeschalten haben, indem wir den letzten Gegner töteten. Okay, wir kriegen unsere Speere wieder. Wunderbar. 9 Pfeile nur noch. Moment, da laufe ich einfach mal über die Leichen nochmal rüber. Ich kriege bestimmt noch ein paar Pfeile, oder? Holzpfeil, seht ihr, da haben wir schon mal einen zumindest nochmal wiederbekommen. So, dann können wir das Leuchtfeuer entzünden und haben hier jetzt eine schöne Basis, wo wir auch spawnen können. Steinwacht-Leuchtfeuer. So, entzünden und anzünden. Steinwacht-Leuchtfeuer, Beanspruch, du als 400 XP und Venya-Bevölkerung wird erhöht. Cool. Plus 3 neue Bewohner. Hey, cool. So, das Feuer mache ich wieder aus. Und einer in Fähigkeitspunkt. Yeah. Ah, das sieht auch cool aus hier. Das Lager. Mit den Malereien. Ich finde diese Malereien so faszinierend. Wie genial, ey. Da ein Nashorn. Nashorn, Rehe. Ich weiß gar nicht, ob die Entwickler da einfach diese nur eingefügt haben oder. Was kann man hier machen? Hier kann man gerade irgendwas machen. Achso, Grünblatt nehmen, okay. Also ich weiß gar nicht, ob die Entwickler da einfach nur irgendwelche Bilder da genommen haben oder ob da richtig auch mit Geschichten erzählt werden, wie sie denn in Wirklichkeit auch gemacht wurden. So. Würde mich mal interessieren. Mich würde zum Beispiel auch mal interessieren, wie es aussieht. Also die sprechen ja hier kein Deutsch, kein Englisch, kein whatever. Sondern es ist ja so eine eigene Sprache, die so ein bisschen an das Afrikanische irgendwie erinnert, finde ich persönlich. Mich würde echt mal stark interessieren, da sind wieder Gegner, ob das echt ausgedacht ist. Also das gibt es ja auch, ne? Das denkt man gar nicht, was da für ein Aufwand manchmal hintersteckt, echt nur eine eigene Sprache für ein Computerspiel zu entwickeln. Muss man sich mal irgendwie reinziehen, ist schon echt extrem. Oder ob sie da wirklich auf einer Basis von afrikanischen Sprachen da irgendwie was genommen haben und dann einzelne Wörter abgeändert haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Kann ich ja mal eine Erfahrung bringen. Oleander, ne? Sehe ich gerade, mit weißen Blüten. Auch schön. So, da ist ein Ugma. Ah ne, das ist ein Venya, der hier rumstreift. Mein Freund, sei vorsichtig, da vorne ist ein Gegner. Irgendwas brüllt hier vor sich hin. Ich nehme mal meinen Speer lieber. Oh. Oh. Bin ich tot? Ja, er hat einen Feier abbekommen. Irgendwas habe ich gerade den Arsch gerettet. Ja. Lauf nicht weg, Tiger, ich will dich haben. Ich will dein Special Fell, Junge. Ich verfolge dich, bis du stirbst. Das Blut verrät dich. Was für Tiere man hier schon trifft, ne? Das ist schon krass. Alter, wie weit rennt er denn? Ich möchte jetzt auch nicht stehen bleiben, irgendwie einen Pfeil abschießen, weil wenn er weiter rennt, dann ist er weg. Dann ist er weg. Oh Gott. Ich dachte, man kann in Far Cry nicht endlos sprinten. Geht ja irgendwie anscheinend doch. Oh, er hat sich besonnen. Oh, was? Hab ihn noch dreimal getroffen gerade. Jetzt haben wir ihn. 25 XP. Das ist aber nicht so viel. Wie so ein fetten Tiger. Höhlenlöwen. Oh, ein Höhlenlöwe. Dann eben doch kein Tiger. Und da kriegen wir dreimal Fleisch raus und eben sein schönes Fell-Tierhaut auch nochmal. Ein bisschen Alderholz sammeln wir auch noch.
Und dann schauen wir auf diese wunderschönen Berge. Wir sind auf der Minimap. Wow, haben wir jetzt hier ein ganz neues Gebiet entdeckt. Mit Tapiren. Yay! Tapire sind lustig. Das sind irgendwie lustige Tiere. Die sehen irgendwie komisch aus. Und wir sehen auch diese rote Grenze hier, die sich irgendwie so durchzieht. Liegt bestimmt an dem Kapal-Außenposten. Den können wir ja dann auch nochmal machen. Genauso wie in der nächsten Aufnahme dann auch den Stammeskonflikt töten. Finde und töte gefährliche Gegner und durchsuche ihre Überreste. Würde ich auch gerne machen, wenn es wieder so komisch läuft wie mit der anderen Mission hier. Dann weiß ich irgendwie nicht, wie wir das machen sollen. Aber wir schaffen das schon, Freunde. Ansonsten sage ich mit einem schönen Blick auf diese Berge. Schönen Gruß aus der Steinzeit. Tiba beendet diese Aufnahme bis hierhin. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Far Cry Primal. Ich hoffe, diese Aufnahmesession hat euch gefallen. Wir haben jetzt hier Häuser errichtet und unsere eigene Höhle aufgerüstet und eine Menge Nebenmissionen gemacht. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adiao. Ciao. Bis dahin. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Ich bin's, euer Tiba, und wir sind mittendrin, statt nur dabei, in der Steinzeit. Jawohl. Genau, nachdem wir im letzten Part ja, oder in der letzten Aufnahmesession, ich mache ja immer ein bisschen länger die Aufnahmen, nachdem wir in der letzten... Oh, hier ist irgendwie. Nachdem wir in der letzten Aufnahmesession, ja, sei das Haus gebaut haben, ist es jetzt nun mein Ziel, auch das Haus von Tensai hieß er, glaube ich, ne? Dem Schamanen fertigzustellen, sodass wir dann wahrscheinlich weitere Missionen fertig kriegen. Und da hinten sehe ich gerade einen Höhlenlöwen, so hieß er, glaube ich. Den lassen wir doch mal passieren. Hier sind Udam. Warum sehen die mich nicht und greifen mich nicht an? Ich habe die auch nicht gesehen. Es geht ja gut los hier. Naja, dann eben Takedown. Wenn es einfacher nicht geht, dann... Hier sind jetzt gerade mehrere Tiger. Ich glaube, ich verpiss mich mal eben. So, schauen wir mal auf die Karte. Wir haben hier noch ein paar Missionen, ne? Wir müssen allerdings auch noch Wölfe töten. Da ist ein Öl drin, mein Guter. Ne? Und, genau, um nämlich die Höhle fertigzustellen. Ich glaube, das machen wir doch mal als erstes, oder? Ich sehe hier leider keine Wölfe auf der Minimap, außer... Hier sind Rothunde. Da sind Wölfe. Hier sind auch noch Wölfe. Dann reisen wir einfach mal hier oben hin. Wir brauchen ja noch ein Wolfsfell, glaube ich. Dann haben wir nämlich die Höhle schon fertig. Dann machen wir das jetzt als erstes gleich mal. So, es ist Abend. Das müsste doch eigentlich hinhauen, oder Freunde? Dass wir jetzt hier Wölfe begegnen. Ich weiß, in der letzten Aufnahmesession hat das nämlich nicht ganz so gut geklappt. So, hier oben ist ein Beutel. Den will ich haben. So. Tasche ist voll mit Fleisch. Da haben wir doch schon mal einen. Da haben wir sogar schon mal gleich mehrere. So. What? Alter, jetzt habe ich meine Keule euch aufgesammelt. Ja. Da ist der mit dem Speer. Den brauche ich. Dich brauche ich, mein Freund. Du bist nämlich mein Opfer. So, so leid es mir tut. Aber ich will dich häuten. So, seltenes Weißwolffell war das sogar. Ach so, und das war jetzt dadurch wahrscheinlich kein normales Wolffell, war. Oho. Dorf haben wir hier. Da. Für ihn brauchen wir nämlich. Ja, Wolffell. Das war jetzt kein normales Wolffell. Oh, ist das euer Ernst, Freunde? Dann machen wir mal das Feuer aus. Dann kommt ihr nämlich eher zu uns. Boah, wie schön der Mond einfach ist. Cool. Da oben sind, glaube ich, Udam. Hier haben wir jetzt einen Hirsch. Haben wir jetzt hier alle Wölfe vertrieben, die es so gab? Nee, das ist ein Leopard. Da muss ich mir jetzt ganz schnell das Feuer nochmal anmachen. Der ist mir nämlich zu stark. Ich möchte jetzt keine unnötigen Konflikte. Der lässt sich gar nicht vertreiben, wa? Kann das sein? Der ekelhafte. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Wiese angezündet, aber gut. So, Wölfe, wo seid ihr? Es ist Nacht. Kommt zu Taka, ihr Wölfe. Oh, Alter, schaut euch das an. Wow, also das mit diesem Nebel ist echt wahnsinnig genial. Das macht es richtig authentisch.
Krass. Wie geil denn das Gras und das Moos hier im Wald dazu auch aussieht mit dem Licht. Das ist einfach. Wow, wahnsinnig schön. Da ist schon wieder ein Leopard. Ich will Wölfe. Da vorne sind Wölfe. Holz nehmen wir nochmal schnell mit. Wölfe, bleib doch hier. Hinten sind Udam. Ich höre sie heulen. Da ist auch wieder ein Wolf. Da sind sie. Die jagen natürlich im Rudel. Oh, ah! Oh. Okay, ich glaube, wir sterben hier. Alter! So, und hinterher. Einfach nur, um die jetzt mal ein bisschen von mir zu entfernen. Und tut mir leid, dass ich manchmal nichts sage. Aber man muss sich doch schon echt konzentrieren. Ist jetzt nicht ohne. So, einen Wolf haben wir. Der andere rennt weg. Dann schnappen wir uns den. Oh nein, da kommt der Wolf. Aua. Au, au, au. Komm her, komm her. Jawohl. Und heilen. Alter, wie viel denn noch? Heilen, 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 heilen. So, ich mache mal eben Feuer an. So. Die muss ich nämlich noch häuten. Nein, och, das. Mäh. So. Haben wir jetzt zweimal Wolfsfell? Weißwolf natürlich. So, da vorne ist wieder einer. Habe ich noch einen Speer? Ich stelle mal noch gerade eins her. Haha, reimt sich. Zack. Oh, den haben wir. Der ist gleich gestorben. Ja, nice. So, jetzt haben wir es aber endgültig. Jawohl. So, da kommt schon der erste Wolf angerannt. Nix da. Ich mache eine Schnellreise ins Dorf. Aha. Nein, warum? Schnellreise nicht möglich. Verdammt. So, der nächste ist erledigt. Auch geil. So, jetzt dürfen wir aber. Wir reisen ins Dorf und können die Hütte bauen für Tensai. Yeah. Kehre oft in dein Dorf zurück. Das machen wir gerade, um die Hütten mit deinen Rohstoffen auszubauen oder deine Höhle zu erkunden und deinen Fortschritt anzusehen. Das machen wir doch. Also, alles im Lot. Wir machen genauso, wie das Spiel uns das vorgeben möchte. So, Tensai, jetzt kriegst du erstmal deine schöne Hütte hier. Ist schon cool, ne? Wie man sich das. Ah, es wird auch wieder morgen. Wie man sich das alles so ausbauen kann und aufbauen kann. Dass sich das immer wieder so verändert, die Umgebung, die eigenen Häuser, das ist schon wahnsinnig genial. So, Tensai, jetzt brauchst du nicht mal hier im Regen hocken. So. Stadtentwicklung, Erfolg freigeschaltet. Ja, jawohl. Da freut er sich, der Gute. Das ist doch schön. Tensai's Hütte verbessert. Belohnung 1500 XP, Schamanfähigkeiten und Missionen. Plus 2. Yay, jetzt haben wir schon 20 Bevölkerung. Yay, cool. Ein Beutel Waffen, Rohstoffe und Nahrung wird täglich zum Belohnungslager geschickt. Hey, schön. Was die Nahrung aber bringt, weiß ich nicht. Also, ob das jetzt so Fleisch ist zum Heilen oder. Rede mit Seiler. Jetzt können wir wahrscheinlich bei den Missionen weitermachen. Das war auch so mein Gedanke, dass wir wahrscheinlich erst die beiden Häuser bauen müssen und dann geht es erst richtig mit der Story weiter. Reden wir aber kurz davor nochmal mit Tensai. Aha, cool. Also er freut sich. So, wir brauchen auch 40 Bevölkerung, um hier die zweite Stufe zu erreichen. Seltenes Löwenfell und 16 Schilf. Gut, das ist ja alles hier noch machbar. Den Rest haben wir sogar noch locker da. So, dann gehen wir jetzt mal zu Seiler. Ich mache nicht umsonst die Aufnahme, weil ich ja will, dass wir hier in der Story vorankommen.